Bei bestem Fußballwetter begrüßen wir Sie heute aus der Volkswagen Arena. Willkommen zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden diese Partie heute wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Wolfsburg gegen Werder Bremen. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Ganz energischer Einsatz. Die Gastgeber greifen vermutlich auch heute wieder zum Vorchecking, oder? Sehe ich ganz genauso, Wolf. Das können sie gut. Damit machen sie jedem Gegner das Leben wahnsinnig schwer. Du musst einfach erstmal ein Mittel dagegen finden. Jetzt kann das Tor fallen. Nicht reden. Klasse vom Torwart. Jung. Füllkrug. Nicht ungefährlich. Steilpass. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Schmied. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Aber dann verlieren sie den Ball. Das sah eigentlich durchaus vielversprechend aus. Christian Groß. Ja, könnte was werden. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ja, mit viel Übersicht. Ah, das ist dann abseits. Vorne so. Knappes Ding, Wolf. Aber da lassen sie sich zu lange Zeit mit diesem Steilpass. Den musst du sofort spielen. Dann kann was entstehen. So nicht. Niklas Füllkrug. Milos Veljković. Sie schirmen den Ball ab. Da ist der Ball weg. Maximilian Arnold. Mecha. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ecke kommt in den 16er. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Könnte der Ausgleich sein. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Weiser. Schön diesen Pass abgefangen. Das könnte was werden jetzt. Platz für die Flanke. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das sieht gut aus. Ja, gute Hereingabe. Was machen sie draus? Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Ja, das ist leichtfertig, vertändelt den Ball.
Maximilian Arnold. Wind. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Das ist natürlich eine eher schwache Ballbesitzstatistik in diesem Spiel von Werder Bremen. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szene. Guter Pass, das könnte Chance werden. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ball ist erstmal raus, super Parade. Gefährlich. Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Aber dann werden sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Maximilian Arnold. Wird's jetzt gefährlich? Gute Balleroberung hier. Gute Aktion jetzt. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Platz zum Kontern. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Duxch. Super Tackling. Eine Minute gibt es obendrauf. Kruse. Oh, da können sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Ecke kommt ins Zentrum. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Der Anstoß ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Christian Groß. Füllkrug. Schmied. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Duxch. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Maximilian Arnold. Max Kruse am Ball. Wind. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Kruse. Yannick Gerhard. Könnte der Ausgleich werden. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Leonardo Bittencourt. Mitchell Weiser. Duxch. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Jetzt der Schuss. Castells hält, immer noch gefährlich. Yannick Gerhard. Pavel Kruse. Maximilian Arnold. Jetzt Kruse. Lukas Meja. Die lassen sich Zeit im Aufbau. Maximilian Arnold. Max Kruse. Ganz energisch.
ganz stark abgeblockt. Marco Friedl. Füllkrug. Tolles Tackling von ihm. Da erobert er den Ball. Mecha. Ball bei Wind. Kruse. Yannick Gerhardt. Ja, geht gut dazwischen. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Toprak. Mitchell Weiser. Schmied. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Sie verlieren den Ball. Da ist er alleine durch. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Ist hier immer noch am Ball. Dux, was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Jetzt die Ecke. Da kann er jetzt erstmal klären. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Szene immer noch gefährlich. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Erstmal geklärt. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Ja, richtige Entscheidung. Da erst zu schauen, ob sich da ein Vorteil entwickelt, war nicht der Fall. Also gibt es jetzt Freistoß. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Die Chance hier, alles klar zu machen, aber nicht das Tor. Kaum zu glauben, Riesengelegenheit, aber er macht nichts draus. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Das hätte durchaus was werden können, aber abseits. Ah, da hat das Timing nicht ganz gestimmt. Läuft zu früh los. Kennen wir natürlich besser. Da kann die Abwehr jetzt erstmal durchschnaufen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Duxch.
Flagge kommt kurz. Damit ist dieses Spiel hier heute beendet und der Sieg geht hier am Ende an die Gäste. Hauchdünner Sieg am Ende, es war ein enges Spiel, aber sie gewinnen das Ding und ich glaube, das ist das Wichtigste. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi.